Bam, 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 bam. Hallo und herzlich willkommen bei Mommy Made. Heute zu einer neuen Folge Nähen mit Kindern bzw. Nähen lernen mit Mommy Made. In der letzten Folge zu dieser Reihe, die ich euch hier oben auch noch verlinke, haben wir ja gelernt, wie man nach Schnittmuster näht. Und weil wir das jetzt können, können wir jetzt auch konkrete Anfängernähprojekte angehen. Das erste dieser Art zeige ich euch heute und das ist ein Kissenbezug. Ein Kissenbezug für ein Kuschelkissen oder ein Dekokissen oder ein Kissen eurer Wahl. Und das Schöne daran ist, dass wir einen Hotelverschluss nähen werden. Das bedeutet, ihr braucht keinen Reißverschluss einnähen, es gibt keine Knöpfe hinterher, sondern ein Hotelverschluss besteht einfach aus verschiedenen Stofflagen, die übereinander liegen. So wie hier am Eingang des Kissens oder kann auch in der Mitte der Rückseite sein. Und da wird das Kissen einfach eingestopft. Ihr braucht das Kuschelkissen oder Dekokissen oder Kissen, das ihr benähen möchtet. Oder ihr müsst zumindest wissen, wie groß das Kissen ist, für den der Bezug gedacht ist. Für das der Bezug gedacht ist. Genau, dann braucht ihr Baumwollwebware. In der Regel reicht ein halber Meter, je nach Größe des Kissens. Wie groß die einzelnen Stoffstücke genau sein müssen, das eruieren wir gleich. Und um das zu eruieren, brauchen wir ein Blatt Papier und einen Stift und ein Geodreieck oder ein Lineal und vielleicht eine Schere, um das aufzuschneiden, wenn euch das hilft, um euch das besser vorzustellen. Oder wenn ihr das Schnittmuster tatsächlich in der genauen Größe ausschneiden möchtet, um es auf Stoff zu übertragen. In dem Fall braucht ihr noch eine Papierschere. Es ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass ihr dafür eine Papierschere benutzt und nicht unter gar keinen Umständen jemals die Stoffschere für Papier verwendet. Das dürft ihr nicht tun. Das ist das Ende einer jeden Stoffschere, denn Papier macht Scheren stumpf und deshalb nie, nie, nie die Stoffschere für Papier verwenden. Genau, eine Stoffschere braucht ihr natürlich trotzdem, eben um den Stoff auszuschneiden und um die verschiedenen Stofflagen aufeinander zu fixieren, Nähclips oder Stecknadeln. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Als erstes müssen wir herausfinden, wie groß unsere drei Stoffteile sein müssen. Dafür brauchen wir die Maße unseres Kissens. Mein Kuschelkissen, was ich hier benähen möchte, ist 40 x 40 cm groß. Ich male mir das hier mal zur Verdeutlichung auf. So. Das sind die Maße, die mein Kissenbezug hinterher haben soll. Für die Vorderseite brauche ich also ein komplettes Stück, das hinterher genäht diese Größe hat. Um das in der Größe nähen zu können, brauche ich natürlich ringsherum eine Nahtzugabe. Die deute ich jetzt mal hier so an. Das ist natürlich nicht ansatzweise in dem Maßstab, wie man es zeichnen müsste, wenn man es korrekt zeichnen müsste. Aber wir würden hier überall einen Zentimeter Nahtzugabe hinzufügen. In alle Richtungen. Wenn ihr Füßchen breit näht und wisst, wie breit euer Füßchen ist, dann kann es auch sein, dass ihr hier 0,7 cm braucht oder wie breit auch immer. Ich habe jetzt der Einfachheit halber rundherum 1 cm Nahtzugabe hinzugefügt. Und dann kommen wir auf eine fertige Größe von 42 x 42 cm. So groß muss unsere Vorderseite sein. Auf der Rückseite brauchen wir zwei Stofflagen, die sich überschneiden. Und auch das zeichne ich einmal kurz auf, um es zu verdeutlichen. Mir hilft das dann auch immer, um herauszufinden, wie breit welche Seite sein muss. Im Endresultat wollen wir hier natürlich wieder 40 x 40 haben. Und natürlich müssen wir auch hier, sehr unordentlich, aber ihr wisst schon Bescheid, ringsherum einen Zentimeter Nahtzugabe haben. Das heißt, in der Höhe verändern sich unsere Stoffstücke überhaupt nicht. Das heißt, die sind beide 42 cm hoch hinterher. Denn das hier bleibt ja gleich. Was sich verändert, ist die Breite der einzelnen Stücke. Jetzt könnt ihr an diesem Punkt entscheiden, wo ihr möchtet, dass euer Hotelverschluss sitzt. Ihr könnt den in die Mitte setzen, zum Beispiel hierhin. Oder ein Stück weiter links oder ein Stück weiter rechts. Oder ich mache es bei Kuschelkissen tatsächlich gerne so, dass ich den Hotelverschluss hier ganz an den Rand setze, weil ich meine Kuschelkissen beim Schlafen gerne ab und zu umdrehe und ich nicht gerne auf einer Naht liege. Und dann mache ich die Rückseite quasi und den Hotelverschluss hier direkt bündig zum Kissenrand. Das könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Das Herausfinden, wie breit welche Stofflage ist, funktioniert immer gleich. Nehmen wir also einmal an, wir machen den Hotelverschluss heute genau in die Mitte. Dann muss unsere obere Stofflage hier drüben 20 cm sein, denn das ist ja die Hälfte von 40, plus dieser eine Zentimeter Nahtzugabe. Das schreibe ich mir hier unten hin.
Die untere Lage muss ja etwas länger sein. Die muss sich ja unter die obere Lage drunter schieben. Damit das sich nicht aufklafft und das Kind hinterher rauspurzelt, müssen das mindestens 12 cm Überlappung sein. Das heißt, wir haben hier diese 20 cm plus die Überlappung 12 cm. Dann ist das etwa hier. Das heißt, euer unteres Stoffstück geht so hin. Und auch hier haben wir zur Seite hin den 1 cm Nahtzugabe. So, dann sind wir hier bei 21 und hier bei 33. Jetzt wollen wir aber natürlich nicht, dass die am Rand einfach nur aufhören, die Stoffstücke, sondern die müssen wir auch noch säumen. Zum Säumen brauchen wir einen Saumzuschlag von 3 cm. Und dann würde ich sagen, sind wir soweit fertig und können das zusammenrechnen. Und dann kommen wir bei der oberen Stofflage inklusive Nahtzugabe nach außen hin und inklusive Saumzuschlag in die Richtung auf eine Breite von 24 cm. Das ist unsere obere Stofflage und für die untere Stofflage kommen wir auf 33 plus 3 ist nach Adam Riese 36 cm. Das ist auch wieder hier inklusive der Nahtzugabe zur Seite, inklusive dem, was hier zum Überlappen dient und zum Verschließen des Kissens und Saumzugabe. Und das, 1, 2, 3, sind die drei Stoffstücke, die wir uns jetzt zuschneiden. Ihr könnt euch jetzt entweder aus Schnittmusterbogen, aus Papier diese Maße aufmalen, ausschneiden und das so auf euren Stoff legen. Oder ihr nehmt euch einfach ein großes Lineal und ein Geodreieck. Das sind ja rechteckige Stücke, die wir hier malen, und übertragt diese Maße einfach so auf den Stoff. Und malt aber bitte auch die 40 x 40 cm, die Stelle, an der hinterher genäht werden soll, mit auf den Stoff. So, ich habe mir meine drei Stoffstücke hier zugeschnitten. Das ist einmal die Vorderseite, 42 x 42. Und da habe ich überall auf der Rückseite mir mit Bleistift 1 cm die Nahtzugabe bzw. die Nahtlinie, auf der wir hinterher nähen möchten, eingezeichnet. Die Vorderseite lege ich jetzt erstmal weg. So, um jetzt klarer zu sehen, an welcher Seite dieser kurzen Stücke ich hinterher nähe und an welcher ich säume, weil da der Verschluss sein wird, lege ich mir das einmal so hin, wie es später auf dem Kissen selbst liegen soll. Das heißt, mit der schönen Stoffseite nach oben, so wie es aussehen würde, wenn ich auf das Kissen gucke. Das hilft mir, zu wissen, was ich tun muss als nächstes. So, das heißt, ich wollte gerne, dass diese linke Seite unter die andere geht und die drüber liegt. Das heißt für mich, dass ich an diesem Stück hier außen die Nahtzugabe einzeichne und an diesem Stück auf dieser Seite. Dafür drehe ich mir das, ich lege mir das so hin, wie es sein soll und drehe es mir einmal beides um und zeichne mir jetzt außen jeweils den 1 cm Nahtzugabe an, wo wir hinterher nähen werden. Ich mache das hier jetzt mit einem blauen Kreidestift in der Hoffnung, dass man den besser sehen kann als meinen Bleistift, den ich sonst benutze. So, und auf dieser Seite ist das ebenfalls 1 cm. Wenn ihr kein so schönes langes Lineal habt wie ich, dann müsst ihr da vielleicht mit eurem Geodreieck oder eurem Lineal ein paar Mal ansetzen. Mittelfristig kann ich zum Nähen auf jeden Fall ein so langes Lineal empfehlen. Da haben wir außen unsere Nahtzugabe angezeichnet. Das bedeutet jetzt im nächsten Schritt, dass wir diese Kante säumen wollen und diese Kante säumen wollen. Wie geht das? Wir drehen uns unser zu säumendes Stoffstück mit der schönen Seite nach unten. Hier haben wir unsere Nahtzugabe eingezeichnet, wo wir später das Kissen zusammennähen. Auf dieser Seite säumen wir. Dafür mache ich mir eine Markierung 3 cm von der Schnittkante entfernt. Ihr erinnert euch, als wir auskalkuliert haben, wie groß unser Stoffstück sein muss, haben wir von 3 cm Saumzugabe gesprochen. Eigentlich sind das 2 × 1,5 cm. Aber wir zeichnen uns jetzt hier eine Linie bei 3 cm von der Schnittkante ein. Und jetzt falte ich mir meinen Stoff, die Schnittkante, auf diese eingezeichnete Linie, dass die da drauf trifft. Und damit das da bleibt, bügel ich da einmal drüber. Das lasst ihr, falls ihr minderjährig seid. Naja, minderjährig wäre jetzt zu viel gesagt. Also falls ihr vielleicht, ich sag mal, unter 10 seid. Oder fragt eure Mütter oder Väter, ob ihr alleine bügeln dürft. Wenn nicht, lasst eure Eltern da bitte kurz drüber bügeln, damit der Stoff dort zu liegen bleibt. Das Geheimnis ist, es geht natürlich irgendwie auch ohne Bügeln.
Aber schöner und ordentlicher und einfacher zum Weiterarbeiten ist es, wenn die Kante gebügelt ist. So, und jetzt klappt ihr das an dieser Markierung, also quasi da, wo die Stoffkante jetzt ist, nochmal um. Und ihr ahnt es, bügelt da nochmal drüber. Und damit uns da nichts verrutscht, klemmen wir uns das jetzt mit Stoffklammern fest. Und jetzt kommt das unter die Nähmaschine und wir nähen einmal komplett hier knappkantig entlang, um diese Saumkante festzustellen. So, ihr stellt euch an der Maschine einen einfachen Geradstich ein, legt das so drunter, dass euer Füßchenrand an der Falz außen aufliegt, näht ein paar Stiche vor, näht 3 Stiche zurück, um die Naht zu verriegeln und näht dann einmal die komplette Strecke entlang. Bam, bam, badam, bam. Bam, 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 badam, bam. Am Ende der Naht wieder 3-mal zurück und wieder vor. Und dann hebt ihr die Nadel, hebt den Nähfuß, zieht euer Nähwerk nach hinten raus und schneidet die Fäden ab. Wenn ihr das gemacht habt, kommt die andere Seite dran. Das ist die breitere, die unter den Hotelverschluss quasi überlappt. Die drehen wir uns auch auf links. Hier sehen wir die blaue Linie, die wir uns eingezeichnet haben. Da nähen wir hinterher das Kissen zusammen. Das heißt, die gegenüberliegende Kante ist die, die wir jetzt säumen möchten. Und jetzt machen wir genau das gleiche wie eben. Wir zeichnen uns 3 cm an, klappen uns die Stoffkante auf diese Linie und bügeln da einmal entlang. Klappen das dann wieder rein, bügeln nochmal, klemmen fest und nähen drüber. Bam, bam. Jetzt stecken wir unsere 3 Teile zusammen, um sie zusammennähen zu können. Dafür lege ich mir die Vorderseite mit der schönen Stoffseite nach oben auf den Tisch. Und ihr habt ja gelernt in den bisherigen Folgen, dass wir derlei Dinge immer rechts auf rechts aufeinander nehmen. Das heißt, schöne Seite auf schöne Seite. Das ist total einfach, wenn die Rückseite einfach nur auch ein Stück Stoff ist. Dann legen wir das einfach mit der schönen Seite auf die schöne Seite und gut ist. Bei unserem Hotelverschluss haben wir ja jetzt aber 2 Lagen. Und da ist es manchmal ein bisschen knifflig zu überlegen, was jetzt wohin auf welche Seite kommt. Damit ich da nicht durcheinander komme, mache ich das wie folgt. Ich lege mir erstmal das so vor mich, wie es hinterher auf dem Kissen aussehen soll. Auf dem Kissen soll die Rückseite für mich ja so aussehen, dass die kürzere Seite oben ist, die überlappende darunter. So, das lege ich mir einfach so grob hin. Wie weit die jetzt erstmal überlappen, ist erstmal egal. Das kann ich hinterher noch justieren. Aber so soll die Rückseite hinterher aussehen. Und so greife ich mir das dann, halte beide Teile fest und drehe mir das dann so hin, dass ich es rechts auf rechts auf das andere Kissenteil legen kann. Dann komme ich nicht durcheinander, muss mir nicht überlegen, was ist oben, was ist unten. Wir hatten uns ja hier auch die Nahtzugabe eingezeichnet. Die hätte uns dabei auch geholfen, sicherlich. Aber so gehen wir auf Nummer sicher. So, jetzt zoppel ich mir das so zurecht, dass das hier genau aufeinander liegt. Und stecke mir das ringsherum fest. Jetzt kommt das da drüber. Auch da orientiere ich mich an der Außenkante und ziehe mir das dahin, wo es hin muss und stecke das dann ordentlich fest. Ab diesem Teil eben gucken, dass ich auf jeden Fall hier die Klammer von eben einfach auf die 3. Stofflage drauf mache und dann ringsherum alles nochmal ordentlich feststecke. Bam, bam. Und das kommt jetzt unter die Maschine und wir nähen einmal ringsherum an der von uns eingezeichneten Linie entlang. Wahlweise orientiert ihr euch dabei, je nachdem wie ihr lieber näht, eben an der Nadel und der eingezeichneten Nahtlinie oder ihr orientiert euch an eurem Nähfuß und der Stoffkante. Wo ihr anfangt, ist komplett euch überlassen. Ich fange jetzt einfach hier oben in der Ecke an. Eine Wendeöffnung müssen wir in diesem Falle nicht offen lassen, weil wir ja diesen Hotelverschluss haben, das ist ja eine Öffnung. Das heißt, wir nähen jetzt, fangen an der Ecke an, nähen ein paar Stiche vor, verriegeln die Naht, indem wir ein paar Stiche zurücknähen und dann nähen wir einmal ringsherum um das Kissen. Bam, 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 badam, bam, 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 badam, bam, bam. Am Ende wieder die Naht verriegeln und den Faden abschneiden. So, jetzt haben wir rundherum das Kissen zusammengenäht. Wenn ihr das an einer Overlock gemacht habt, dann seid ihr jetzt fertig.
denn dann habt ihr beim Nähen gleichzeitig die Kanten versäubert. An der normalen Nähmaschine sieht das jetzt aus, wie ihr hier seht. Je nach Webware, die ihr habt, franzt die vielleicht jetzt schon aus. Vielleicht tut sie es später. So oder so müssen wir Baumwollwebware am Rand auf jeden Fall versäubern, damit sie sich nicht, so wie ihr hier schon sehen könnt, auflöst. Und wir wollen diesen Kissenbezug ja auch waschen können und mehrmals an- und ausziehen können. Und deshalb versäubern wir jetzt noch diese Stoffkante. Wie tun wir das? Wir wählen einen Zickzackstich an unserer Nähmaschine aus. Der ist voreingestellt auf eine Stichlänge von 1,4 mm und eine Breite von 3,5. Zum Versäubern am Rand, wenn ich sowas wie Füßchen breit genäht habe, mache ich mir den gerne ein wenig größer. Das heißt, ich würde hier einstellen, dass ich hier die Breite etwas erhöhe auf sowas wie 5 mm. So, und dann zeige ich euch kurz, wie das funktioniert. Ihr legt euch den Stoff so hier drunter, dass die Stoffkante quasi am Rand von eurer Nähfußöffnung ist. Die Nadel springt ja immer hin und her, hin und her. Und wir wollen, dass die einmal in den Stoff einsticht und einmal neben den Stoff, um den Rand zu versäubern. Und dafür ist es wichtig, dass wir den Stoff so platzieren, dass ihr quasi durch diesen Spalt oder durch das kleine Fenster in eurem Nähfuß den Rand seht, direkt neben der Kante, denn dort wird die Nadel einstechen. So, und auch hier nähen wir ein paar Stiche vor und ein paar Stiche zurück. Und dann nähen wir in diesem Zickzackstich einmal an der kompletten Stoffkante entlang, um sie zu versäubern. Um die Ecken näht ihr ganz genauso wie beim Geradstich auch. Ich zeige euch das einmal. Bei dem Zickzack ist es wichtig, ihr näht bis zum Rand und müsst dann gucken, dass die Nadel im Stoff stecken bleibt, also in der linken Nadelposition. Dann hebt ihr den Nähfuß, dreht euer Nähwerk und das ist dann in der Regel schon genauso platziert, wie ihr das braucht, um einfach in diese Richtung weiterzunähen. Am Ende nochmal zurücknähen und den Faden abschneiden. Und jetzt sieht das hier so aus. Und ist wunderschön versäubert. Und dann seid ihr soweit mit dem Nähen fertig. Jetzt könnt ihr euch durch diese Hotelverschlussöffnung einfach euer Kissen wenden. Euren Kissenbezug vielmehr. Und so sieht er ihn fertig aus. Und dann könnt ihr hier einfach euer Kissen reinstopfen. So, jetzt wisst ihr, wie ihr ganz, ganz einfach Kissenbezüge mit Hotelverschluss für alle erdenklichen Kissen dieser Welt nähen könnt. Wenn euch das Spaß gemacht hat und ihr Lust auf weitere Anfängerprojekte habt, auf denen ihr aufbauen könnt, auf Nähprojekte für Kinder, dann abonniert zum einen den MommyMade-Kanal und aktiviert die Glocke, dann informiert YouTube euch, wenn ich was Neues hochlade. Auf dem Kanal gibt es aber natürlich auch weiterhin Videos für Näh-Fortgeschrittene und auch Bastel- und Do-It-Yourself-Tutorials. Wenn ihr konkret an diesen Anfängerprojekten interessiert seid, dann guckt mal auf dem Kanal in die Playlist. Es gibt eine Playlist zum Thema Nähen mit Kindern und Nähen lernen mit Mommy Made. Die Playlist verlinke ich euch auch hier oben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns ganz bald wieder. Und ich sage tschüss und bis bald.